Der Elbtower. Wird hier bald Hamburgs neues Naturkundemuseum einziehen? Das zieht der Senat nach NDR-Informationen zumindest in Erwägung. Mit der Investorengruppe rund um den Hamburger Immobilienentwickler Dieter Becken soll er darüber diskutiert haben. Kritisch findet die Opposition. Das wiederholt vorgetragene Versprechen von Bürgermeister Peter Tschentscher, dass keinerlei Steuergelder in den Elbtower investiert werden sollen, wäre damit gebrochen. Also steht auch hier ganz konkret die Glaubwürdigkeit des Bürgermeisters auf dem Spiel. Und ob ein so spezielles Gebäude wie der Elbtower auf die ganz speziellen Herausforderungen eines Naturkundemuseums, ob das zusammenpasst, das steht auch noch in den Sternen. Bislang hatte Bürgermeister Peter Tschentscher öffentliche Gelder für den Weiterbau des Elbtowers definitiv ausgeschlossen. Gebrochen wäre sein Wort durch die Anmietung der Elbtowerfläche für das Museum zwar nicht, die Stadt würde damit aber auf die Forderungen des Milliardärs Klaus-Michael Kühne eingehen. Dieser hatte bereits im Sommer von der Stadt verlangt, den Tower zusammen mit der Privatwirtschaft zu einem, Zitat, guten Ende zu führen. Wissenswert, Kühne ist Teil der Investorengruppe von Dieter Becken. Problematisch findet die Linke. Jetzt auf einmal öffentliche Gelder reinzustecken, geht weder für ein Naturkundemuseum, was der Bund mitbezahlt, noch für irgendwelche anderen öffentlichen Investitionen. Für uns ist es viel wichtiger, wenn es hier weitergehen soll und nicht klar ist, wer es übernimmt, dann soll gefälligst eine neue Beteiligung stattfinden, wo die Stadtteile, die hier drumherum sind, gefragt werden. Damit der Elbtower überhaupt weitergebaut werden kann, müssen Investoren für mindestens 30% der Gebäudeflächen Mieter vorweisen. So eine Vorlage der Bürgerschaft. Ob das mit dem Naturkundemuseum gegeben wäre, ist offen. Die Senatskanzlei sieht davon ab, sich zu dem laufenden Verfahren zu äußern. Dass eine Lösung noch vor Jahresende gefunden werden soll, auch mit privaten Bietern, das hatte der Bürgermeister aber bereits im Juli gesagt.